Ja, hallo, ich bin der Bernhard, ich bin Banker und ich habe 5000 private Anleger ruiniert. Hallo Bernhard. Ja, ich bin Guido, ich bin Unternehmensberater und ich habe 20.000 Stellen streichen lassen. Hallo Guido. Ja, hallo, ich heiße Mario. Ich bin neu hier. Ich bin Broker und ich habe 300 Millionen in den Sand gesetzt. Hallo Mario. Hallo. Mario, Ja. ist das Geschäft eine Droge? Ja, wie eine Droge, wie man es Droge. Mario, ist das Business eine Droge? Ja, wie man es nimmt. Ich meine, ist der Kapitalismus ein Spiel? Papiergeld? Plastikkarten? Stimmt. Ich könnte gar nicht sagen, wie es anfängt. Du rutschst da einfach so rein. Irgendjemand nimmt dich zum Treffen mit und natürlich gehst du mit und dann plötzlich baut da einer ein Joint Venture auf. Dann wird ein Fonds durchgezogen und natürlich machst du mit und boy, das kickt schon hart, da flippt der Chart, da schießt dir aber der Kurs durch den Schädel und dann geht's halt los. Und nach der ersten Aktie, da willst du noch eine Aktie und noch eine Aktie und noch eine Aktie und dann irgendwann fängst du an, das Zeug selbst zu verticken und dann setzt du dir eine Finanzspritze und... Mario, hey, Mario, ja? Bei mir war es doch genauso. Ja? Erst rationalisierst du ein paar Sekretärinnen weg, dann die Chefs und puff, ist eine ganze Firma futsch und... Ja, zack, aus der Traum, ja, einfach so Ja? schnell geht's. Ja. Ja? Traum. Ich habe manchmal diesen Traum. Ich stehe auf einem Geld, auf einem Feld. Ja? Ich habe den Erfolg gesät, aber er ist mir über den Kopf gewachsen. Ich kann ihn nicht mehr ernten. Dabei habe ich doch so viel investiert. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich ein paar Jahre lang einmauere in meinem Büro im Main Tower und voll reinpower, dann kann ich mit 30 mein Soll erreichen und von den Zinsen leben und danach die Welt ohne Dollarzeichen durch rosarote Linsen sehen. Ich war ernst und jung und ich wollte das Geld. Bachelor in Cambridge, Ja. Master in Harvard, genau. PricewaterhouseCoopers, Zwei McKinsey, Deloitte, genau. Ja, KPMG. alles und Praktika im Zoo, bei der FAZ, in der Frittenbude und bei Praktika. Ich habe immer alles gegeben, 120% für alles, auch für Tiernahrung. Wir füttern den Stier und den Bär. Wir füttern den Stier und den Bär. Yeah, Karriere, Karriere, Karriere. Karriere, Karriere, Karriere. Karriere, Karriere, Karriere. Karriere, Karriere. Mach es kurz, mach es lang, mach mit uns den Börsengang. One, two, three, four. Buy, buy, sell, sell. How many, how many? 50 working, I'm out. Wall Street Boys. Buy, buy, sell, sell. How many, how many? 50 working, I'm out. Buy, buy, Moment, Moment, sell. Jungs, 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 sell. Übung 17. Moment, Moment. Ganz ruhig, ganz ruhig, okay? Übung 17. Entschleunigung, Entschleunigung. Oh, das habe ich gebraucht. Hey, ich meine, ein freier Nachmittag ist drin, oder? Schon. Wie was? Ja, ein freier Nachmittag. Was, ein freier Nachmittag? Ja, Ein freier Nachmittag? ein Sag mal, freier spinnst du? Ja, Ja, ein freier Nachmittag, das sind mindestens 4 Stunden, mal 3000 Euro die Stunde, summa summarum 12.000. Ja, aber was ist denn mit Freizeit? Ja, eine halbe Stunde lesen. Katsching! Katsching! 1500 Euro! Anderthalb Stunden spazieren gehen. Katsching! 4500 Euro! Eine Woche Gardasee. Ja. Unbezahlbar! Ja, und ich meine, mit deiner Frau, ja, hast du denn dann nicht mal für deine Frau Zeit? Meine Frau, ja, meine Frau. Wenn ich meine Frau vögle, dauert Ja? das mindestens 2 Stunden, Okay. macht 6.000 Euro Was? Verlust, ja? Eine Nutte nimmt 100 Euro die Stunde, braucht aber nur eine halbe. Das heißt, obwohl es mit meiner Frau umsonst ist, spare ich durch die Nutte 4.450 Euro. Bei zweimal, ja, bei zweimal die Woche im Jahr fast eine halbe Million, Mann. Da kaufe ich meiner Frau doch lieber ein geiles Auto. Win-win-win-Situation. Zwei Winterreifen, ein Blowjob, klarer Fall, oder? Bernhard! 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 Da kann ich sogar noch was drauflegen, Mann! Bernhard, Übung 85. Habgier ist kein Imperativ. Habgier ist kein Imperativ. Habgier ist kein Imperativ. Habgier. Mario, hol den Stoffdachs! Wir brauchen den Stoffdachs! Nimm den Stoffdachs, beruhig dich! So, Bernhard, und jetzt gib den Stoffdachs dem Mario zurück! Beruhig dich und dann gib ihn. Was? Nee. Gib mir nee. den Stoffdachs. Was krieg ich denn dafür?
Wo ist der Mehrwert? Bernhard, wo ist der Mehrwert? Bernhard, nichts, kein Mehrwert. Nein, 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 ich kann nicht, das mache ich nicht. Bernhard, geben und nehmen, Bernhard. Nein, nein, ich kann nicht. Hört ihr das denn nicht? Cash, catching, ah, savior of the universe. Joints, assets, hedgefonds, ich hab echt alles probiert. Du sollst deine Bank lieben für dich selbst. Wer im gläsernen Büro sitzt, darf ruhig mit Scheinen schmeißen. Yeah! Anlegen! Dealen! Feuern! Jawohl! Knack den Highscore! Hol dir deinen Bonus! Komm in Super Brokerland! Din-din-din-din-din-din! Startup! Los, Super Broker! Goldanleihen springen! Bling! 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 Achtung, ein Wirtschaftsprüfer! Mach ihn platt! Doing! 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 Und jetzt rauf auf den Schuldenberg! Stellenabbau! Bum, bum, bum! Oh, Achtung, ein Haushaltsloch, spring drüber. Oh. Nicht geklappt, nicht geschafft. Nicht geschafft, nochmal von vorn. Steueroase, lad dich auf. Und jetzt hoch auf die Karriereleiter. Ja, Bonuslevel. Frankfurter Applaus. Und Jungs, ist die Wirtschaft ein Spiel? Klar, wir zocken noch ums letzte Brot. Und was ist der Einsatz? Dein Auto. Dein Haus. Dein Boot. Trag dich ein in die Hall of Fame. Kapitalismus. It's in the game. Danke schön.